Ja, im Folgenden geht es um die grüne Ökonomie und um die imperiale Lebensweise als Gegenkonzept zur grünen Ökonomie. Es geht mir um die Analyse, um das, was man aus der Perspektive der beiden Konzepte begreift und welche politischen Schlussfolgerungen sich aus diesen Konzepten ergeben. Das Konzept der grünen Ökonomie ist ein Produkt der Krise nach 2008, 2009. Es ist propagiert worden unter anderem von dem UN-Umweltprogramm, aber auch zum Beispiel von der OECD. Es sind einige große Berichte zu dem Thema erschienen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man die große Krise oder auch die multiple Krise in den Griff bekommen kann. Als multiple Krise wird eine Krise bezeichnet, die verschiedenste Auswirkungen hat, in verschiedensten Bereichen zu beobachten ist, also im Bereich der Finanzen, im Bereich der Wirtschaft, der Demokratie, der Energieversorgung, der Umwelt, der Reproduktion. Und das Konzept der grünen Ökonomie verspricht, alle diese Krisenphänomene gemeinsam bearbeiten zu können. Durch Investitionen in grüne Bereiche, etwa in erneuerbare Energien, in Gebäudesanierung, in den öffentlichen Personentransport, sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, soll Wachstum generiert werden, soll die Energiekrise, soll die Umweltkrise bearbeitet werden, ohne dadurch das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen. Es sollen auch Spannungen aus dem Nord-Süd-Verhältnis herausgenommen werden. Insofern gleicht die grüne Ökonomie dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Auch dieses Konzept, das in den 80er Jahren entwickelt worden ist, ist ein Konzept, das auf eine Win-Win-Konstellation setzt. Es geht darum, Soziales, Ökologisches, Ökonomisches miteinander zu versöhnen. Das Konzept der grünen Ökonomie geht über das der nachhaltigen Entwicklung insofern hinaus, als es stärker operationalisiert ist. Es definiert also eher die Handlungsbereiche, es macht konkrete Vorschläge für die Umsetzung. Es unterscheidet sich von dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung auch dahingehend, dass es in einem ganz anderen historischen Kontext platziert worden ist, nämlich in einer akuten Krisensituation des globalen Nordens. Es bestand also Handlungsbedarf, Veränderungsbedarf. Die politischen Strategien, die aus der Analyse, aus einer grünen ökonomischen Analyse der Krise resultieren, bestehen im Wesentlichen darin, dass man versucht, die Ressourceneffizienz des Wirtschaftens, des Produzierens und des Konsumierens zu verbessern. Das heißt also, Produkte sollen entwickelt werden, die einen gleichen Gebrauchswert bei weniger Ressourcenbelastung, bei weniger Belastung der ökologischen Senken, also jener Ökosysteme, die mehr an einem Schadstoff aufnehmen, als sie selber an die Umwelt abgeben, zeitigen. Durchaus sinnvolle Innovationen werden dort betrachtet, werden dort als Beispiele genannt. Effizienzsteigerung oder auch Steigerung der Konsistenz sind wichtig. Konsistenz würde bedeuten, dass Produkte so konstruiert werden, dass sie nach dem Ende ihres Lebenszyklus in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden können, die dann wiederum entweder dem Techno- oder dem Ökokreislauf wieder zugeführt werden können. Die Idee ist, dass das Ganze marktförmig machbar ist. Markt- und Technologieentwicklung sind die Bereiche, auf die die grüne Ökonomie setzt. Dazu ein gestaltender Staat, der die nötigen institutionellen Anreize setzt. Das Konzept der imperialen Lebensweise unterscheidet sich in der Problemdiagnose von dem der grünen Ökonomie. Die ökologische Krise wird nicht als ein Marktversagen oder als eine institutionelle Fehlsteuerung betrachtet, sondern als eine fundamentale Krise einer im globalen Norden vorherrschenden und sich auf die Schwellenländer und andere Teile des globalen Südens ausbreitende Lebensweise. Diese Lebensweise zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf gemeinsamen, geteilten Vorstellungen eines guten Lebens beruht. Vorstellungen eines guten Lebens, die vor allen Dingen davon ausgehen, dass die Menge der verfügbaren Güter ständig wachsen soll, dass der Wohlstand wachsen soll, dass die Handlungsreichweiten, die räumlichen Reichweiten der Individuen zunehmen, dass Nahrungsmittel ständig verfügbar sind, unabhängig von der Saison, unabhängig davon, wo sie herkommen. Der Agrarsoziologe Philip McMichael hat es als Food from Nowhere bezeichnet. Wir haben in den Supermärkten heute das ganze Jahr über das gleiche Angebot. Wir können jederzeit, auch im Winter, Erdbeeren, Paprika, Tomaten essen. Es ist völlig unabhängig von der Saison, wie das Nahrungsangebot in den Supermärkten gestaltet ist. Die Lebensweise, die der ökologischen Krise zugrunde liegt, beruht des Weiteren auf sozialer Ungleichheit.
Sie beruht darauf, dass Menschen nicht nur aufgrund eines materiellen Gebrauchswert eines Gutes konsumieren, sondern aufgrund des symbolischen Wertes eines Gutes. Sie konsumieren den symbolischen Wert, weil die Konsumtion dieses Wertes ihnen Anerkennung verschafft. Das sieht man etwa im Falle von Moden oder im Falle von Smartphones. Nach einem Jahr sind bestimmte Produkte symbolisch veraltet, obwohl ihr materieller Gebrauchswert nach wie vor gegeben ist. Wenn ich aber aus symbolischen Gründen produziere, wenn ich aus symbolischen Gründen konsumiere, und das ist besonders in sozial ungleichen Gesellschaften sehr stark ausgeprägt, dann verbrauche ich mehr Ressourcen, weil das Gut viel schneller veraltet, als wenn ich mich am materiellen Gebrauchswert orientieren würde. Insofern beruht die Lebensweise, die die Ursache der ökologischen Krise darstellt, auch auf sozialer Ungleichheit und dem symbolischen Konsum, der durch diese soziale Ungleichheit befeuert wird. Sie beruht ferner auf ungleichen Nord-Süd-Verhältnissen. Sie beruht darauf, dass es in den Ländern des globalen oder dass es den Ländern des globalen Nordens möglich ist, soziale und ökologische Kosten zu produzieren und sie in Raum und Zeit zu externalisieren. In der Zeit, insofern, als die Kosten etwa künftige Generationen zu tragen haben, das gilt etwa für den Klimawandel in unseren Breiten, im Raum insofern als sozialökologische Kosten auf andere Gegenden der Welt verlagert werden. Der Klimawandel ist für uns vielleicht ein zukünftiges Problem, obwohl einige Anzeichen heute bereits spürbar sind. Aber für andere Regionen, für andere Teile der Welt ist es ein ganz handfestes, aktuelles Problem, das heute bereits den Menschen durch Bodenerosion, durch Versiegen von Wasserquellen und so weiter die Lebensgrundlagen untergräbt. Die Lebensweise, die wir, und wenn ich von wir spreche, meine ich damit immer auch Ulrich Brandt, mit dem ich zusammen dieses Konzept der imperialen Lebensweise entwickelt habe, die Lebensweise, die wir meinen, zeichnet sich ferner dadurch aus, dass sie nicht nur sozialökologische Kosten produziert, sondern dass sie die Herrschaftsförmigkeit, die in der Externalisierung dieser Kosten begründet liegt, auch zum Verschwinden bringt. Die Lebensweise ist herrschaftsförmig insofern, als sie auf einer herrschaftsförmigen internationalen Ordnung beruht, die es ermöglicht, dem globalen Norden sich die Ressourcen und die Arbeitskraft des globalen Südens anzueignen und die Kosten, die dabei entstehen, auf den globalen Süden zurückzuverlagern. Gleichzeitig wird diese Herrschaftsförmigkeit aber zum Verschwinden gebracht. Man sieht den Autos, die im globalen Norden gefahren werden, nicht an, unter welchen Bedingungen die Ressourcen extrahiert worden sind, die in ihnen verbaut sind. Man sieht dem Fleisch, das hier konsumiert wird, nicht an, wie die Tiere gelitten haben, welche Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion vorherrschen oder wie viel CO2 in der industriellen Landwirtschaft emittiert wird. In den Supermärkten, in den Autogeschäften, in der Werbung werden ganz andere Dinge hervorgehoben: Schnelligkeit, Kraft, Autonomie. Auf einer abstrakten Ebene bezeichnen wir diese Lebensweise als imperial. Sie besteht aus Produktions- und Konsummustern, die darauf beruhen, soziale und ökologische Kosten zu produzieren und diese in andere Teile der Welt zu externalisieren. Sie ist deshalb nicht verallgemeinerbar. Wenn alle das machen würden, gäbe es ein großes Problem, hätte sich die ökologische Krise schon sehr viel stärker noch verschärft, würde sie sich noch viel stärker stellen, als sie das ohnehin schon tut. Sie untergräbt die Lebensbedingungen von Menschen andernorts. Sie beruht auf einer herrschaftsförmigen internationalen Ordnung, auf einer imperialistischen internationalen Ordnung. Und sie bringt die Herrschaftsförmigkeit dieser Ordnung gleichzeitig in unzähligen Akten des Konsumierens und des Produzierens zum Verschwinden. Dies ist eine andere Problemdiagnose. Unseres Erachtens liegt diese imperiale Lebensweise und nicht einfach eine institutionelle Fehlsteuerung oder ein Marktversagen der ökologischen Krise, der Zuspitzung der sozialökologischen Krise, wie wir sie derzeit erleben, zugrunde. Aus diesen verschiedenen Ansätzen, grüne Ökonomie einerseits, imperiale Lebensweise andererseits, resultieren verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Lösungsvorschläge zur Bearbeitung der ökologischen Krise. Beide bilden sozusagen in ihrer Analyse bestimmte Korridore innerhalb derer nach Problemlösungen gesucht wird. Aus der Perspektive der grünen Ökonomie geht es um die Steigerung von Effizienz, von Konsistenz,
geht es darum, mit marktförmigen Mitteln und dadurch, dass der Staat die entsprechenden Anreize setzt, die Wirtschaft ökologisch zu modernisieren. Ein Beispiel wäre die Elektromobilität. Die Elektroautomobilität wird derzeit als die Lösung für die Probleme der auf dem Verbrennungsmotor basierenden Mobilität gesehen. Wir würden sagen, gut, Elektromobilität mag in gewisser Hinsicht ein Fortschritt sein, die Luft in den Städten wird sauberer, aber auch die Elektromobilität wird bestimmte Kosten produzieren, die in andere Bereiche der Welt auszulagern sind. Das Rohstoffproblem verlagert sich von fossilen auf metallische Rohstoffe. Metallische Rohstoffe, die natürlich heute auch schon in großen Mengen in den Autos verbaut sind. Sie werden künftig dann eben verstärkt eben auch in den Antriebstechniken, in den Batterien der Elektroautos verbaut werden. Und es ist heute bereits absehbar, dass die metallischen Vorkommen der Erde nicht ausreichen werden, um die fossilistische Mobilität 1:1 auf Elektroautomobilität umzustellen. Aus der Perspektive der imperialen Lebensweise sind die Einschnitte, sind die Veränderungen, die vorzunehmen sind, viel weitgehender. Wir würden sehr stark auf den Begriff der Suffizienz setzen. Effizienz, Konsistenz, Suffizienz sind drei wichtige Begriffe der Nachhaltigkeitsdebatte, die Wolfgang Sachs vor allen Dingen ins Spiel gebracht und diskutiert hat. Wolfgang Sachs hat schon sehr früh gesagt, dass die Effizienzsteigerungen natürlich gut sind, auch Konsistenzsteigerungen sind gut, aber wenn man nur auf Effizienzsteigerung setzt, dann bleibt die ökologische Modernisierung richtungsblind. Sie erhält erst dann eine Richtung, wenn sie eingebettet ist in übergreifende Vorstellungen dessen, was zu einem guten Leben nötig ist. Und das ist genau die Frage der Suffizienz. Suffizienz heißt nicht Verzicht. Suffizienz bedeutet nicht notwendigerweise eine Einbuße an Lebensqualität. Suffizienz kann etwa durch Entschleunigung, Arbeitszeitverkürzung, dadurch, dass mehr Zeit für die Familie, für die Freunde, für Reproduktionsarbeit, für politische Arbeit ist, durchaus zu einer Steigerung der Lebensqualität beitragen. Natürlich ist es für manche auch ein Verzicht. Suffizienz würde zum Beispiel auch bedeuten, dass sowas wie SUVs nicht mehr produziert werden. SUVs sind Sport Utility Vehicles, Luxusgeländewagen, die derzeit zunehmend die Städte heimsuchen, auch das Land. Städte, wo sie eigentlich gar nichts verloren haben, weil sie dort nicht nötig sind, weil sie andere Menschen gefährden, weil sie übermäßig viel Platz einnehmen und weil in ihnen enorm viele Ressourcen verbraucht sind und natürlich Ressourcen benötigt werden, um sie überhaupt anzutreiben. Sowas ginge nicht mehr in einer Wirtschaftsordnung, in einer Gesellschaft, die sich an dem Prinzip der Suffizienz orientiert. Das wäre vielleicht ein Verzicht für die heutigen SUV-Fahrer. Es wäre eine Deprivilegierung von Menschen, eine Deprivilegierung im Hinblick auf bestimmte Produktions- und Konsummuster, die nicht verallgemeinerbar sind. Und deswegen wäre diese Deprivilegierung legitim. Das sind Formen der Fortbewegung, die nicht verallgemeinerbar sind. Deswegen können wir uns das nicht länger leisten. Darüber müssen wir nachdenken. Die zentrale Frage oder eine zentrale Frage, die sich aus der Perspektive der imperialen Lebensweise stellt, ist eine Demokratisierung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Die Lösung der ökologischen Krise kann nicht dem Markt überlassen werden. Der Markt ist vielleicht in der Lage, durchaus Effizienz, zum Teil auch Konsistenz, Fortschritte zu erreichen, aber die Suffizienzfrage kann der Markt nicht beantworten. Diese Frage kann nur demokratisch beantwortet werden. Sie setzt Aushandlungsprozesse voraus. Sie setzt voraus, dass man sich darüber verständigt, was demokratisch, was ein gutes Leben ist, was wir zu einem guten Leben brauchen. Das kann nur demokratisch geschehen. Und demokratisch meine ich jetzt nicht im Sinne einer liberalen Demokratie, eine liberale Demokratie, die die demokratischen Entscheidungsverfahren auf den politischen Raum beschränkt, aber die gesellschaftlichen und ökonomischen Machtzentren ganz bewusst von demokratischen Verfahren ausnimmt. Mit Demokratie meine ich eine radikale Demokratie, die darin besteht, dass alle an den Entscheidungen, von deren Auswirkungen sie betroffen sind, gleichberechtigt teilhaben können. Das ist jetzt ein sehr abstraktes Prinzip, das ist eine sehr abstrakte Forderung, aber gleichzeitig ist es etwas, was wir in vielen Orten der Welt praktiziert sehen. In Kämpfen um eine Dezentralisierung der Energieversorgung, um Energiedemokratie, um eine Zurückdrängung der Braunkohle,
in Kämpfen im Landwirtschafts- und Ernährungsbereich, die von Via Campesina, der Internationalen Vereinigung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, geführt werden. Aber auch zum Beispiel in Kämpfen zur Zurückdrängung der Automobilität, wie sie sich etwa in Berlin im Fahrradvolksbegehren oder in vielen Städten in der Critical Mass-Bewegung niederschlagen. Diese Kämpfe haben einen gemeinsamen Kern. Es geht um Demokratie, es geht um Gleichheit. Es geht darum, bestimmte Zumutungen sich nicht länger gefallen zu lassen und die imperiale Lebensweise zurückzudrängen. Das ist ein Selbstzweck. Menschen kämpfen für lebenswerte Städte. Sie kämpfen darum, die Kontrolle über ihre Produktions- und Konsum- und Lebensbedingungen zurückzuerlangen. Sie kämpfen damit aber auch gleichzeitig, und das ist das Implikat ihres Handelns, für eine Überwindung der ökologischen Krise. Demokratie und Gleichheit sind insofern Selbstzweck. Sie sind der Kern vieler emanzipatorischer Kämpfe, die derzeit geführt werden. Sie sind aber auch ein Mittel zum Zweck der Bearbeitung der ökologischen Krise, der Überwindung der ökologischen Krise durch eine nicht länger ökologische Modernisierung der imperialen Lebensweise, sondern durch ihre Überwindung zugunsten einer solidarischen Lebensweise.